Lounge von St. Pauli, dem wissenden Präsidenten und dem Auge des Captains. Ja, es ist wahr, dass Hamburg 07 als erster deutscher Fußballverein live im Fernsehen war und dass der 4:3-Sieg gegen St. Pauli 44 Jahre her ist. Es stimmt auch, dass der heutige Löwenpräsident letzte Woche in Hamburg Revanche angeboten hat und dass St. Pauli mitmacht. Hiermit wird verkündet, dass der FC St. Pauli am 2. Februar bei Hamburg 07 zu einem Freundschaftsspiel antritt, am Holtkamp. Es soll eine Neuauflage des ersten Spiels im deutschen Schwarz-Weiß-Fernsehen sein. Steht das Ding. Ja, super. Dann darf ich mich dafür bedanken. Ich habe einen Kampf gehabt heute Nacht mit einer Mücke. Und ich habe gewonnen um 4 Uhr nachts. Das ist Hamborns kreativer Mann hinter den Spitzen, der Captain Massimo Lomele. 25 Jahre alt, geboren in Foggia, aufgewachsen in Oberhausen. Im wirklichen Leben ist Massimo Maler. Im Spielmacherleben nervt ihn heute sein dickes Auge. Und mit dem Auge willst du nicht zum Arzt, oder? Schauen wir mal. Heute ist Baustelle in Mülheim, aber erst ist Zwischenstopp bei Horst. Für 2 Mark gemischte Horst, ne? Wie eh und je. So, Horst, tschüss. Der Vorstand, der Alte, den konnte man in der Tonne hauen. Jetzt durch den Schlego, da tut sich was in Hamburg in den letzten 2 Jahren. Das ist auch ein Beweis. Geht wieder nach oben. Sie sehen mal Siege, Sie sehen die Mannschaft, die kämpft. Ja, das schleifen wir dann ab. Und doch, sind jetzt mal zufrieden, mal was anderes zu sehen. Die Hamburger Löwen, die Fans. Was hast du eigentlich mit deinem Auge gemacht? Ich schreibe dir die Kamera weg. Da gibt's überhaupt nicht. Der Captain hat heute nur einen Mitspieler. Und die filigranen Sachen macht er natürlich wie immer selber. Die waren jetzt eigentlich mit 2 Mann. Ist in einem Tag eigentlich geklebt. Und dann muss noch Gewebe drauf, ist auch ein Tag. Und dann müsste Putz auch drauf sein, dann ist auch ein Tag. Die Spieler kommen fast immer als erstes immer noch hier hin. Wenn sie Palaver, zum Beispiel mit Schuhen und dann stellt sich einer quer, dann sagt er mir das, dann gehe ich zu den hin und versuche zu regeln. Wenn der dann nicht gebacken kriegt, dann gehe ich zum Trainer und dann regelt der das. Ne? Gar nicht mehr so dick, ne? Ne, ist weniger, ne? Ja. Also gleich nicht zum Arzt. 4-mal die Woche dieselbe Umziehprozedur, kennt man von klein auf. 6 andere Lomeles spielen auch Fußball. Und mit freundlicher Produktionshilfe von Privatfernsehen sehen Sie jetzt Ausschnitte vom Spiel Hamburg 07 gegen Viktoria Goch. Schwerer Gegner heute. Mit einem Sieg wäre man Erster und Viktoria Goch ist Vorletzter, da wird man schon mal nachlässig. Nachsetzen, komm! Nee, irgendwie setzt hier nur keiner richtig nach. Und das, was jetzt passiert, ist quasi unglaublich. Wir stellen fest, der Präsident Scheglo war erstens beim Friseur und weiß zweitens jetzt schon, jetzt stellen sie sich hinten rein. Das war der Assi. Der echte Trainer spielt heute mit bei Viktoria. Sonst hätte man nicht mal 11 Mann zusammengekriegt. Und trotzdem bleibt wieder nur die Hoffnung auf die 70. Minute. Ab der 70. kommt alles. Ehrlich? Warum? Weiß ich nicht. Ja? Fußballgeheimnis mal wieder. Sein Captain ist jedenfalls überpünktlich. 10 Minuten früher als geplant wird der aufgerückte Libero Hovoric im Gocher Strafraum bedient. Löwenmäßig. Vor allem das hier, was jetzt kommt. Da klebt Lomele die Pille am Fuß wie eine Dämmplatte an der Hauswand. Und dann kommt Joker Mike Flohr. Erster. 1 Minute vor Schluss. Keine Fragen mehr. Kannst du uns das denn jetzt mal wirklich erzählen, was das mit dem Auge war? Also eine Mücke war das bestimmt nicht. Nächste Woche Lomeles Löwen gegen Bocholt. Nur im Privatfernsehen. Ja, übrigens. Traditionsreiches Spitzenspiel übrigens in Bocholt. Immer wieder. Ist das Hünting Olympia oder ist das FC? Olympia! Ja, und spielen die auch im Hünting oder nicht, Mensch? Nein, jemand! Job beim ZDF Sportstudio, Hünting. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schreibt man Stuss? Ja, werden Sie sagen, muss der mit seiner